Willkommen zurück bei einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind hier gerade dem Mechanist auf der Spur und sind, wie heißt das hier, im Robco, in der Robco Vertriebszentrale, wurschteln uns dort durch die Gänge und ja, versuchen den Mechanist aufzuhalten. Ja, mal schauen, ob das auch, ob man mit dem auch vernünftig reden kann, weil wir haben ja erfahren über die Quests, dass seine Roboter seine Befehle fehlinterpretieren. Vielleicht ist der gar nicht böse. Jetzt, da ich in der Anlage bin, muss ich den Mechanist finden. Nur so kann ich die Roboter aufhalten, die das Commonwealth terrorisieren. Für einige Türen wird ein Roboter mit einem M-Sat nötig sein. Ich sollte also einen mitnehmen. Den habe ich Ada eingebaut. Oder Ada, keine Ahnung. Ich glaube, ich spreche das jetzt im folgenden Deutsch aus. Wir haben hier schließlich ein deutsches Spiel. Deutschsprachig meine ich. Wie schaut's denn aus mit meiner Tragkraft? Da geht noch was. Ich bin auch noch nicht so. Also. Bumm. Also mit dem Strahler hier. Aber ich habe sie verloren. Musst du gerade jetzt in meine Schusslinie rennen? Das ist doch immer das Gleiche. Wohldosierte Stöße. Bei dem halte ich jetzt allerdings einfach drauf. Und ihr seht, der hält ordentlich was aus. Jetzt muss ich schon nachladen. Also bei dem war jetzt mein Alien-Gewehr nicht übertrieben. Das hat jetzt da gerade passt. Aggressoren Gedöns. Ich brauche dringend auch Stoff. Den Kleber nehme ich auch mit. Technisches Dokument. Schauen wir mal, was uns da draußen erwartet. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Nuka-Cola-Flasche. Ja, 38mm Patronen. Jo. Also das ist ein Aufzug, vor den Dingern muss man sich wohl ein bisschen in Acht nehmen. Ich könnte mal eine Mutantenhundekeule vertragen, weil ich ein bisschen Radioaktivität abbekommen habe. Und der Nachschub an Mutantenhundekeule ist ja bei mir relativ sicher, weil ich die Viecher ja in Käfigen einfange. Mr. Handy, Front, Aktuator, neue Roboter, Mods und Roboter, Werkbänken verfügbar. Was haben wir denn hier? Ja, wir müssen uns wieder reinhacken, macht nichts. Seitdem ich das mit den Klammern verstanden habe, hat das Hacken sehr seinen Schrecken verloren. Vorher war mir das eher lästig. Aber seit ich verstanden habe, dass man mit den Klammern Nieten entfernen kann, ist das alles nicht mehr so schlimm. Zack, eine Niete hier unten weg. Noch eine Niete weg, die war hier. Jo, fuff. Da habe ich diesmal Pech mit Klammern, Gut, versuchen wir es mal. Bin durch. Okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Turmsteuerung. Deaktivieren, bitte. Jo, ich denke, um elektrische. Also elektronische Türme brauchen wir uns nimmer sorgen. Was kann ich denn mit den Protektrons machen? Komm, aktivieren wir sie mal. Gönnen wir uns das mal. Und jetzt aber
Mal gucken, vielleicht arbeiten die für uns. Nö, tun sie nicht. Integrierter Müllbot. Also das mit dem Bots haut nicht hin mit dem Strahler. Ich trau mir nicht schießen, weil ich sonst Äder treffe. Ja toll, ganz großes Kino, super. Ja, und nur ein Häufchen Asche übrig, wunderbar. Mal schauen, was ich jetzt alles wiederholen muss. Ich habe jetzt nicht auf meine Gesundheit geachtet, überhaupt nicht. Okay, ja, viel ist es nicht. Viel ist es nicht. Aber trotzdem, ich würde die gerne ausschlachten. Deswegen machen wir das nochmal. Dumm, di dumm, di dumm. Na. Zwei Nieten weg. Noch eine Niete weg. So, probieren wir es mal. Kind. Cruel. Cruel. Crude. Wie schön. Also war jetzt fast schon offensichtlich, nachdem Cruel drei Treffer hatte. Turmsteuerung nochmal. Deaktivieren. Und dann gehe ich diesmal aber auf Distanz. Und lass Ada für mich tanken. Was ist denn mit Persönlichkeitsmodus? Machen wir mal Konstruktion. Also habe ich sie jetzt zu Bauarbeitern umprogrammiert, ne? Mal gucken. Vielleicht sind sie dann nicht mehr ganz so aggressiv. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe an, Platz zu schaffen. Den hat's zerlegt. Das ist Ada. Die könnte ich eigentlich heilen, dafür habe ich noch diese Roboter. Die brauche ich nicht rein. Der geht's gut. Gleisbolzen, die schießen mit Gleisbolzen, meine Güte. Ja, so eine Gleisbolzenwaffe würde ich auch gerne mal testen. Die Dinger sind bestimmt ultra krass. Aber Gleisbolzen, ist eine relativ seltene Munition, die wächst nicht auf Bäumen. Inventar checken. Jo, passt noch. Wenn ich jetzt hier irgendwo eine Waffenwerkbank finde, baue ich das Ding wieder um. Mir braucht das einfach zu viel Energie. Außerdem ist die Waffe mir zu krass. Ja. Aber ich wollte es euch halt mal zeigen, dass die Mod das kann. Es kann ja sein, dass ihr auf solche Waffen steht. Es gibt ja auch gute Gründe dafür. Will ich auch gar nicht irgendwie... Will ich auch gar nicht irgendwie abwerten, aber mir ist es halt zu krass. Ich möchte gar nicht, dass die Kämpfe zu leicht sind. Ein Mr. Handy Modell, jawohl, das ist irgendein Sammlerstück. Das gehört zum Auto. Oh, Mikroskop. Erinnern Sie das an bessere Tage, Ma'am? Irgendwie schon. Gut, F5. Oh, jetzt habe ich mitten im Kampf gespeichert. Wo ist denn der jetzt, der Blechdepp? Ada, du stehst im Weg. Ja gut, auch wurscht. Die hat das halt für mich geregelt.
Daytripper. Das ist irgendein Camp. Nix. Jo, ein Projekt, was wir wohl ziemlich bald angehen werden, ist Vault 88. Weil wir dadurch auch unser Baumenü erweitern können. Und das möchte ich nicht allzu spät tun. Wir haben jetzt schon bald Folge 100. Sind also sowieso schon relativ... Sind also sowieso schon relativ spät dran damit. Ich brauche Heilung. Und noch irgendwas zum Futtern. Also ich glaube, da muss ich die Waffe wechseln, da ist das Ding besser. Gut. Das wäre geklärt. Wäre auch geregelt. Eine durchschlagene Rohrzange ignoriert 30% des Schadens und Energieresistenz des Ziels. So, ja. Widerstand zwecklos, wir werden euch assimilieren. Ich habe viel Radioaktivität abbekommen. Jo, genau. Neue Roboter-Mods verfügbar. Wer und warum? Schleicher, du trägst zu viel und kannst nicht rennen, jawohl. Dann muss Ada mir was abnehmen. Dann geht das wieder. Ja, aber jetzt nicht mit dem Kampf, stimmt's? Bleib mal da. Ich helfe. Genau, du hilfst. Du nimmst mir jetzt mal meine ganzen Mods ab. Außer das hier. Und dann nimmst du mir noch, was habe ich denn gefunden an Waffen? Ach, den Schrott kannst du auch haben. Das habe ich jetzt alles gefunden und dabei habe ich mich noch zusammengerissen. Dabei habe ich mich echt zusammengerissen, nicht zu viel mitzunehmen. Wow. Jetzt habe ich aber meine Munition fast verschossen. Und ich bin mit mehreren hundert Energiezellen reingegangen. Ich muss mal meine Videoaufnahme checken. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Auf jeden Fall waren es viele. Und die sind jetzt alle verschossen. Also, wie gesagt, also... Billig ist es nicht, mit diesem Alien-Rüffel zu schießen. Mit dieser... Ja, genau. Rüstungswerkbank. Bauen wir es mal. Nee, nicht Rüstungswerkbank. Ich bräuchte Waffenwerkbank. Ist
die hier vielleicht auch zufällig in der Nähe? Merkwürdige Konstruktion. Glauben Sie, der Mechanist hat diese Roboter alle allein hergestellt? Das wäre eine ziemliche Aufgabe. Ich denke nicht, dass er die alle allein hergestellt hat, aber er kontrolliert wohl diese Anlage hier. Geht's denn da rein? Die wiegt mir jetzt zu viel, die nehme ich jetzt nicht mit. Hallo, ich will darauf. Also der Questmarker zeigt in die Richtung. Jo, das kann dann eigentlich nur hier weitergehen. Da ist ein bisschen Öl. Noch eine Batterie. Zigaretten. Klebeband, Terpentin, Superkleber. Und Schnappschlüssel lassen wir jetzt mal. Dann mach mal auf. Benutzt das. Hallo? Ada. Hör auf, da hinten rum zu albern. Komm her. Die kommt da nicht drauf, hä? So, jetzt kannst du aber mitkommen. Da geht's nämlich jetzt hier rum, da rauf und da rum und dann. Ja. Klappt das jetzt mit uns zwei hier? Jo, jetzt geht's. Benutzt das. Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Da drüben ist nämlich noch so ein Gedöns. Öffne das. Der hat sich aber ganz schön eingeigelt. Kriegt schon wieder Texturfehler, sehe ich gerade. Das heißt, nach der Folge muss ich das Spiel mal neu starten. Das Commonwealth fürchtet Menschen. Tja, ich hätte ihn ja ausreden lassen können, die Quatschtüte, aber
Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich glaube, das ist Öl, das nehmen wir mit. Ich habe etwas entdeckt, viel wiederentdeckt. Uah, weg, der explodiert nämlich. Heftig, ich hätte vielleicht doch die X01 Powerrüstung mitnehmen sollen. Gut, viel ist nicht weg. Und wir sind vorgewarnt. Jetzt speichern wir gleich mal. Da war noch ein zweiter, ne? Moment. Ja, Minen nützen mir nichts, weil mir Ada da reinbrennt. Sonst würde ich jetzt eine Mine legen. Irgendwas verstrahlt mich schon wieder. Da. Ist das die Waffe hier, die mich verstrahlt? Nee. Gedöns und ich brauche Heilung. Noch eine Hundekeule. Wahrscheinlich ist es das Wasser, in dem ich da gerade warte, was mich bestrahlt. Powerrüstungsstation. Okay, da könnte ich meine Powerrüstung. Das wäre der richtige Ort für ein Finale, oder? Für ein richtig fettes Viech. Musst du immer vor mir herlaufen. Ich denke, das Ding ist immer noch am effektivsten. Ich habe etwas im Schloss mit dem Versteck. Wow, was war das denn? Ey, da muss das jetzt aushalten. Aktiviere Waffen. Ja, schön, tu das. Oh. Ich habe mich selbst, ja, die hat einen üblen
stoß manchmal, ich glaube, das ist jetzt mit einer Hundekeule nimmer getan. Rudd Away rein und außerdem noch davon eins. Des Wächters Metallrüstung, ja, warum nicht? Wie schaut's denn hier aus? Oh, da geht noch was. Keine Angst. Möglichst nicht im Wasser stehen. Ja, schleichen mit Pip-Boy, mit leuchtendem Pip-Boy macht keinen Sinn, ne? Weil man mich da schon von der Weite sieht, ob ich schleiche oder nicht. Wird sogar irgendwo vom Spiel verraten. Und irgendwas verstrahlt mich. Was ist das zum Kuckuck? Das muss das Wasser sein, in dem ich drin stand. Weil jetzt hat es aufgehört, jetzt wo ich längere Zeit nicht mehr im Wasser rumrenne. Also hier muss gleich was passieren. Das ist so ein typischer Ort. Holoband des... Das habe ich jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt. Tony Delano, Anlagen. Das Luftfiltersystem ist wieder hin. Da gibt's hier drin immer einen feinen Dunst. Wenn diese Leute nicht aufhören zu rauchen, klage ich mir Gesundheitsleistungen ein. Klar, als ob das hier jemand zulassen würde. Wie dem auch. Geschafft. McDaniel sieht sich das mal an. Wenn der Lüfter wieder ausgetauscht werden muss, dann wohl von ihrer neuen primären Verwendung im Commonwealth halten würde. So, und jetzt tausche ich das Ding wieder aus. Durch das Marksman Barrel. Das verbraucht wesentlich weniger Energie. Macht auch weniger Schaden, ist auch in Ordnung so. Ich will es ja gar nicht so krass haben, wie gesagt. Anfragen an Abteilung. Schutzsammeleinheit. Reparaturen, Verladedocken. Nicht von Interesse. Stimme ist verzerrt. Lautsprecher und Hardware überprüft. Zuweisung keine Anfrage. Keine optischen Signale aus mittlerem Augenkanal. Muss ausgetauscht werden. Zuweisung. McDaniel. Anfrage, Bewertung. Ja, das ist irgendwie nicht wirklich hilfreich. Anfragen an Abteilung Anlagen. Produktionsanweisung 500 Fuß Kupferdraht, das ist viel. 500 Fuß, was werden denn das sein? Keine Ahnung. Kommt mit den amerikanischen Maßen nicht klar. Ja, aber die. Auch wenn du näher kommst, werde ich nicht. Genau, auch wenn du näher kommst, bla. Ja, das mit diesen amerikanischen Maßen hat ja schon teure Projekte geschrottet, ne? Hat sogar schon mal eine Mars-Sonde, auf dem Mars hart aufschlagen lassen, weil einige Wissenschaftler sich an die Absprache gehalten haben und in Metern gerechnet haben, im metrischen System, und andere waren stur und haben nach wie vor in Inch gerechnet. Und deswegen ist diese Mars-Sonde hart auf dem Marsboden aufgeschlagen. Teurer Fehler. Wobei das metrische System ja wenigstens logisch ist, weil es vom Erdumfang aus geht, ja. Wenn euch das Thema mal interessiert, forscht mal nach, wie es überhaupt zu diesem metrischen System kam. Das haben nämlich französische Vermesser. Haben irgendwie die Erde vermessen
und dann daraus den Meter ermittelt. Hier drüben. Gut. Zeit für eine neue Folge. Ich nehme an, in der nächsten Folge werden wir den Mechanist erreichen. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.